Prayer Session. Prayer Worship Community. Was macht die Vater, wenn ich zu meinem Vater? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt. Von mir drei Vermutungen. Die erste Vermutung wäre der klassische VW Touran. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder von euch kennt eine Familie, die so ein Auto fährt, der irgendwann mal für einen 3er BMW eingetauscht wird. Schwarzhand. Zweite Vermutung, die klassische weiße Socken mit braunen Sandalen. Haben wir Fotos? Oder ist es doch der ganz standesamtliche schwäbische Wohlstandsbauch? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie rankommt. Eine andere Vermutung wäre vielleicht, dass ein Vater eigentlich erst zum Vater wird durch seine Kinder. Letztes Mal haben wir was gehört über das Vaterherz Gottes und der Sonja, für jeden, der es noch gehört hat, folgende Nachhole auf YouTube und auf Spotify, könnt ihr euch den Vortrag nochmal anhören. Heute möchte ich über uns sprechen, über uns Kinder Gottes, was es eigentlich für uns bedeutet, über Sohnschaft sozusagen. Ich möchte gleich mal vorwegnehmen, bei Sohnschaft sind natürlich auch die Frau gemeint. Früher in der Bibel wurde immer oft das Bild Sohn und Vater verwendet, ist aber natürlich für uns alle gedacht. Genau. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen am Anfang, um das Thema verstehen zu können. Und zwar bei der Bünde, die Gott im Alten Testament mit uns Menschen gemacht hat. Keine Angst, wenn es jetzt für jemand von euch nichts sagt oder ihr denkt, ach du Kacke, Bibel und noch nie was gehört davon. Gar nicht schlimm, ich sag kurz was dazu. Und zwar, das Ziel von der Bünde war eigentlich, einen Heilszustand zwischen Gott und uns Menschen zu garantieren. Also in Deutsch heute wird man wahrscheinlich sagen, es war so ein Deal auf Ehrenbruderbasis, weil im Prinzip hat sich eigentlich Gott uns Menschen gegenüber verpflichtet, sich zu seinem Wort zu stehen und eigentlich alles, was wir tun mussten, war ihm treu zu bleiben und ihm die Ehre zu erweisen. Heißt, eigentlich hat Gott für uns ein Versprechen gemacht. Der wichtigste Bund war damals, oder würde ich jetzt mal so sagen, den Bund, den er mit Mose geschlossen hat, nämlich die 10 Gebote. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich aus dem Religionsunterricht, als damals Mose auf Steintafel die Gesetze von Gott gekriegt hat. Das nennt man jetzt das alte Gesetz, das wird heute im Vortrag noch öfters vorkommen, deswegen könnt ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nach Mose kam aber jemand, dessen Bund eine noch viel größere Folge hatte, vor allem für uns Menschen. Und deshalb kommen wurde sogar in einem anderen Bund, im Bund Davids vorher, prophezeit. Jahrhunderte vorher wurde das schon gesagt. Und zwar war das Kommen Jesu, die Menschwerdung von ihm auf die Welt. Und darum geht es heute, nämlich um den neuen Bund, in dem wir gerade aktuell leben, was der eigentlich für uns bedeutet als Kinder Gottes. Dafür gibt es eine richtig gute Bibelstelle, nämlich Galater 4:4-7. Und anhand von der wollen wir uns das heute angucken. Ich lese einmal vor. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz steht, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Wenn ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Also eigentlich echt eine starke Bibelstelle, allerdings ist echt ziemlich viel Inhalt drin, deswegen würde ich sagen, gehen wir das einfach Vers für Vers durch zusammen. Und zwar Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Heißt, im Prinzip geht es eigentlich in dem Vers erstmal darum, ums Kommen Jesu. Weil, wenn wir so drüber nachdenken, am Sündenfall hätte ja eigentlich Gott auch sofort Jesus schicken können. Er hätte sagen können, okay, Jesus kann mal klären auf der Erde und klärt da alles. Allerdings hat es Gott nicht so gemacht. Warum hat er es so gemacht? Nach dem Sündenfall hat sich wir Menschen, uns erstmal voll krass weit weg von ihm entfernt. Heißt, wenn das Vertrauen voll missbraucht und sind ja dann auch aus dem Garten Eden rausgefallen. Heißt, wir Menschen waren so weit weg von Gott, dass Gott uns erstmal langsam herantasten musste. Er konnte nicht sofort mit Jesus kommen, also ein riesen Fass aufmachen. Heißt, die Menschen mussten erstmal hingeführt worden. Als das dann alles machbar, als das Volk ready war, kam dann eben Jesus, geboren von Maria, wissen wir glaube alle, und dem Gesetz unterstellt. Was heißt es, dem Gesetz unterstellt? Ich glaube, dass da
einfach nur mal betonen wollte, dass Jesus echt ein ganz normaler Mensch war, wie du und ich. Auch er war ganz normal ins Fleisch, hatte auch ganz normale geistige Angriffe, dem ging es auch mal schlecht. Und er musste sich aber auch als Gesetzhalter, das damals geherrscht hat, wird da eben nochmal betont, um zu wissen, okay, der war echt quasi einer von uns. Aber warum kam Jesus auf die Welt? Das wird eigentlich voll gut mit dem 5. daraus beantwortet, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Heißt, Jesu Job auf der Welt, in einem Satz zusammengefasst, war eigentlich, Jesus kam, um uns vom Gesetz der Knechtschaft zu befreien. Warum Gesetz der Knechtschaft? Das war so, im Alten Testament, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal reingeguckt hat, da liest man manchmal von echt grausamen Geschichten, oder wo man echt denkt, was hat Gott da gemacht, so ein liebter Vater, wie kommt es, dass sowas passiert ist? Das ist genau der Grund, weil damals musste Gott manchmal mit Zucht und Strafe die Menschen erst dazu bringen, dass sie überhaupt an ihn glauben können und überhaupt so leben können, wie es für sie am besten ist, weil damals war nur noch diese Reife da und dieses Verständnis, um das alles nachvollziehen zu können, was Gott da macht. Deswegen liest man da manchmal echt von harte Geschichten. Und deswegen heißt es auch Gesetz der Knechtschaft, weil die Menschen damals, die haben dann quasi manchmal voll die Zucht Gottes spüren müssen. Und das wollte Gott aber für uns nicht mehr. Und vor allem wussten die auch gar nicht, wie sie Sühne leisten sollen. Heißt, sie mussten voll oft mit Brandopfer oder sowas Gott den Allmächtigen bitten, dass er ihnen die Sünde verzeiht. Und um das quasi umzukehren, kam eben Jesus. Warum das voll gut sieht in der Stelle war, Matthäus 5, 38, das ist ein Ausschnitt aus dem Alten Testament, da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Heißt ins Deutsche jetzt übersetzt, wenn ich jemanden umbringe, dann ist es selbstverständlich, dass man mich natürlich auch umbringt. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann kam aber Jesus in diese Zeit rein, wo genau diese Gesetze herrscht hat, und er sagt dann, ich aber sage euch, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. Heißt, Jesus war ein krasser Revolutionär in der Zeit, weil alle Menschen natürlich diese Denkweise kennen. Und dann kommt da plötzlich jemand und sagt, also wenn dir da jemand hinhaut, dann halt auch die andere Seite hin. Das war völlig unverständlich für die. Deswegen wurde Jesus natürlich auch manchmal verfolgt und letztendlich auch gekreuzigt, weil das für die Menschen unvorstellbar war. Aber was er da gemacht hat, war dieses Bild von Nächstenliebe, von bedingungsloser Vergebung für uns Menschen. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass die 10 Gebote jetzt alle alte Zeiten sind und jetzt nicht mehr gelten, sondern Jesus hat die 10 Gebote sozusagen vollendet, sagt man, mit seinem Evangelium. Richtig oft greift er nochmal Dinge aus den 10 Gebote auf und korrigiert die sozusagen in die derzeitige Zeit, in die heutige Zeit. Wichtig ist, dass die 10 Gebote von Gott uns ja nicht geschenkt ist, also quasi er kontrolliert uns und das müssen wir machen, sonst mag er uns nicht mehr oder so, sondern Gott kennt dich, kennt mich, er kennt jeden von uns besser, als wir uns selber kennen und deswegen hat er uns diese Gebote geschenkt aus Liebe und durch Jesus manche Dinge noch angepasst, damit die auch heute noch stimmen, weil er besser weiß, was für uns gut ist auf langfristige Zeit. Und genauso ist ihm natürlich auch das Wohl der Gesellschaft wichtig. Und deswegen hat er quasi mit den 10 Gebote, bis die Gesellschaft ordnen wollen und auch dein eigenes Wohl sozusagen. Heißt, er hat sie uns eigentlich aus Liebe geschenkt. Und Jesus hat eben das erkannt, dass er die aus Liebe geschenkt hat und hat sich deswegen vollkommen daran gehalten und ist sich da quasi keiner Schuld bewusst worden. Deswegen wird heute das Evangelium eigentlich das neue Gesetz genannt, der neue Bund, weil quasi Jesus das alte Gesetz überwunden hat und das neue Gesetz gelehrt hat im Evangelium, vor allem in der Bergpredigt. Und durch Jesu Tod am Kreuz letztendlich hat er uns eigentlich erst die Freiheit geboten. Weil, wie vorher schon ein bisschen angerissen, früher war das so, also im Alten Testament, die Menschen hatten eine Schuld und mussten dann bei Gott Sühne leisten. Also, gerade mit denen Brandopfer zum Beispiel, die sind ja voll oft, dass teilweise ihren erstgeborenen Sohn geopfert hat, um damit Gott ihre Sünde verzeiht. Das ist heute alles nicht mehr so, weil Gott ist für uns am Kreuz gestorben und hat jede einzelne Sünde, die du begangen hast,
aber auch die noch begehrisch bereits im Kreuz gesühnt. Heißt eigentlich, alles, was wir tun müssen, ist ihn zu bitten, seine Liebe anzuerkennen. Und dann hat Gott uns unsere Sünde schon verzeiht. Das ist eine unglaubliche Freiheit, die wir jetzt haben dürfen, die die Menschen vorher überhaupt nicht hatten. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Was hier eigentlich gesagt wird, ist genau das, was am Pfingsten passiert ist, als der Heilige Geist auf die Erde kam, auf die Jünger kam. Wir hatten durch Jesus quasi die Chance gehabt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Davor war es immer so, Gott, der war so voll weit weg, das war der allmächtige Herrscher, er war so voll groß und manchmal ist dann auch Mate und denkt sich so, boah, da war halt voll die große Wunder, da war Gott wirklich da, eine riesige Wolke und sowas. Aber das Witzige ist, dass es bei uns noch viel krasser ist, weil Jesus ist durch den Heiligen Geist in jedem von uns, dir, in jedem von uns, in uns drin, durch den Heiligen Geist. Und es ist doch eigentlich viel krasser und unbegreiflicher, als wenn man die alte Geschichte liest und denkt, boah, da kam die riesige Wolke, klar, es hört sich krass an, aber wir haben die Chance, jederzeit, egal wo wir sind, zu Gott zu kommen, weil er ist bei uns, er ist in uns. Und das ist für mich eigentlich das viel größere Wunder überhaupt. Dadurch hat uns Gott eben auch die Verantwortung gegeben, okay, wir dürfen ein bisschen freier sozusagen mit den Gesetzen umgehen, nach unserem Gewissen handeln und weil wir eben eine gewisse Reife durch den Heiligen Geist gekriegt haben. Daher sagt man auch teilweise im Gottesdienst, ja, liebe Schwestern und Brüder, weil wir aber alle im Geist vereint sind, durch die Aussendung vom Heiligen Geist, weil wir alle Söhne und Töchter Gottes sind. Aber was heißt das jetzt für uns Menschen, was heißt das für dich und mich? Ganz konkret kann man sagen, vorher waren die Menschen Sklave des Gesetzes, heute sind wir Kinder Gottes. Und Sklave zum Beispiel, der muss dem Herrn gehorchen. Der muss tun, was der Herr sagt. Der Kind Gottes aber, das tut voll gern, was der Papa sagt. Weil es weiß, es freut sich, wenn der Papa stolz ist und möchte dem Vater gefallen. Genauso der Sklave, der hat keine Entscheidungsfreiheit, weil der muss, wie gesagt, tun, was der Vater sagt. Ein Sohn aber, der hat Freiheit, der kann selber entscheiden, okay, nee, ich würde jetzt gar lieber das machen. Und dann verstoßt ihn der Vater deswegen nicht und sagt, okay, wenn du es besser weißt, dann mach so, aber wir haben die Entscheidungsfreiheit. Genauso der Sklave, der hat Angst vor dem Herrn. Das ist auch noch voll oft die Gottesbilder von früher, wo total von Angst geprägt war. Also, boah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kommt bestimmt Gott mit seiner strafenden Hand und bestraft ihn dafür. Das hat Gott komplett gewandelt, dieses falsche Gottesbild, hin zum lieben Vater. Ein Vater, der meint es immer gut mit seinem Kind und würde deshalb niemals irgendeine Strafe machen oder sowas. Nichts würde uns da trennen von seiner Liebe. Und auch was cool ist, was heißt, bist du aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Was heißt dieses Erbe Gottes? Also ich denke immer, wenn man sich vorstellt, okay, mein Vater wäre jetzt so der Chef von Amazon, ja, wäre jetzt nicht schlecht. Hat viel Geld, hat viel Macht, viel Einfluss. Würde jetzt niemand Nein dazu sagen. Jetzt stellt euch aber mal vor, euer Vater, der hat alles hier gemacht. Der hätte das ganze Geld der ganzen Welt, würde ihm gehören. Jedes Haus, jede Aktie, alles würde ihm gehören. Und alles, was ihr dafür tun müsstet, um in diese Erbschaft zu kommen, ist seine Liebe anzunehmen, ihm unsere Hand entgegenzustrecken, seine Hand zu fassen und mit ihm unser Leben zu gehen. Und genau so ist es. Jesus, der wünscht nur das Beste für uns, unser Gott Vater. Wir müssen nur seine Liebe annehmen und seine Vergebung annehmen. Finde ich einfach immer wieder unbegreiflich. Aber trotzdem sind wir immer wieder in so einer Unfreiheit. Mir selber geht es auch so, weißt du, die können auch mal drüber nachdenken, so, vor allem nachher in der Anbetung. Wo sind bei euch persönlich so Momente, wo ihr morgen, boah, eigentlich würde ich jetzt voll gern anders handeln, oder? Eigentlich würde ich jetzt voll gern anders denken, aber es geht irgendwie nicht. Irgendwas hindert mich daran. Keine Ahnung, wenn ich jetzt dran denke, manchmal, wenn man so auf Insta ist oder sowas und man scrollt runter und dann kommt man sofort in so einen Vergleich an, so, boah, guck mal, wo darf der jetzt wieder sein, muss hier sein? Oder boah, wie sieht der denn aus? Wie sieht die aus? So, sofort in dieses Urteil rein. Oder
Wenn man merkt, boah, irgendwie kann ich jemandem nicht vertrauen, also der meiste Leben, mir dem vertraue jetzt lieber nicht. Oder ich vertraue lieber niemandem mehr, bevor mich jemand verletzt. Auch voll oft so ein Ding. Oder Angst, die uns so oft hindert, bei kleinen Dingen. Im Supermarkt oder so, ist eine Bedienung an, den traue ich mich jetzt nicht zu fragen, ob es schande ist. Was denkt der dann? Oder mal neue Dinge auszuprobieren. So oft hindert uns irgendeine Angst in uns, wo man manchmal gar nicht zurückverfolgen kann, wo soll die denn herkommen? So, was ist das überhaupt? Was hindert mich daran? Oder die Angst zu kurz zu kommen. Ich kaufe lieber alles immer sofort am ersten Tag und dreimal so viel Corona-Klopapier, weil ich weiß ja nicht, ich könnte ja zu kurz kommen. Was mache ich, wenn ihr mir nichts mehr habt? Ihr habt niemanden mehr, der mich versorgt. So viel in unserer Welt, habe ich das Gefühl, ist mit Leid, Eifersucht, Hass, wenn wir diese Kindschaft von Gott nicht annehmen können. Dass mir echt jeder einzelne von uns einen Vater hat, der es wirklich gut mit uns meint und der schon sieht, was man braucht und der uns auch versorgt. Und deswegen lädt uns Jesus ein, dass wir echt aussteigen aus dem Leben als Pendler, wo man ständig immer gucken muss, bei wem man einsteigen kann, und immer gucken muss, ah, kann ich dem vertrauen, wo man jeden Tag weiß, wo komme ich eigentlich hin und kann ich überhaupt jemand mitnehmen, total das unfreie, unsichere Leben. Jesus lädt uns ein, dass wir einsteigen in sein Auto, dass wir Beifahrer sind von ihm, weil Jesus, Gott, der fährt nur so schnell, wie du möchtest, weil der kennt genau deine Bedürfnisse, der weiß, okay, jetzt ist das Tempo dran, ganz eilig, oder jetzt ist auch mal gütlich angesagt. Er weiß genau, was du brauchst. Und er fährt dich dahin, wo du möchtest. Weil Beifahrer sind ja eigentlich voll auf die, wo navigieren, die sagen, ah, da vorne müssen wir links, da vorne müssen wir rechts. Und Gott ist immer bei dir, er fährt dich dahin, wo du möchtest, du entscheidest. Und vor allem das Wichtigste, er bleibt immer bei dir, er ist immer dein Fahrer. Egal, wohin du das Auto leitest, er ist immer bei dir. Und genauso möchte Gott dich ermutigen, dass du übereinsteigst in eine coolste VW Touran, mit Gott Vater als Vater, mit Leben in Fülle. Dafür möchte ich dich einladen. Und ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, nachher in der Anbetung, gib dafür echt Jesus dein Gebet. Weil er streckt echt seine Hand entgegen und sagt, hey, ich habe so viel, er streckt dir so alles auf der Welt hin und du musst eigentlich nur nehmen, du musst seine Hand nehmen. Er will echt dein Versorger sein, dein liebender Vater, dein Ratgeber. Deswegen möchte ich euch einladen, nachher, wenn euch habe ich die aussetzlich, macht es echt bewusst diesen Schritt, dass ihr Gott sagt, okay, Gott, nimm mich wirklich raus aus dieser Knechtschaft. Ich möchte nicht mehr in dieser Unfreiheit sein, wo ich ständig anstehen muss, wo ich mich ständig vergleichen muss, sondern Gott, ich bin meine Identität von dir, ich bin dein Kind und ich möchte keine Angst mehr haben, dass ich zu kurz komme. Denn weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalt, weder Höhen oder Tiefen, noch irgendeine andere Kreatur scheiden uns von der Liebe Gottes. Amen.